Liebe Studierende, ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen zu unserer zweiten Sitzung der WIRK-Vorlesung. Heute aber die erste richtige inhaltliche Sitzung, in der wir thematisch einsteigen werden. Wir werden das auf einer allgemeineren Ebene tun, um einen allgemeinen Überblick zu bekommen, sodass Sie schon mal die wichtigsten Inhalte einmal gehört haben, dass wir die schon mal genannt haben, um diese dann später in den folgenden Sitzungen dann zu vertiefen. Wir beginnen dabei mit einem theoretischen Überblick. Wie lässt sich die Veranstaltung inhaltlich theoretisch gliedern? Wir machen dann weiter mit einem historischen Überblick, um zu sehen, wie sich die einzelnen Theorien im Laufe der Zeit einfach entwickelt haben, aufeinander aufgefolgt sind. Wir steigen dann mit einem konkreten Beispiel ein, nämlich zum Thema Medienpanik, mögliche Effekte darüber, wie Medien uns beeinflussen, und enden dann mit einem Resümee, also einem kleinen Überblick. Theorien sind extrem wichtig, gerade in der Kommunikationswissenschaft. Sie bieten die Grundlage für unser Verständnis, um dann damit konkrete Einzelfälle, die in der Zukunft liegen oder neu passieren, besser einordnen zu können. In der Rezeptions- und Wirkungsforschung interessieren wir uns, wie der Name schon durchaus sagt, um den Einfluss einer bestimmten Mediennutzung auf den Affekt, die Affekte, sprich die Gefühle, die Emotionen, die Stimmungen, wie es uns emotional geht. Dann die Kognition, es kommt aus dem Lateinischen cognoscere, erkennen, begreifen. Da geht es um Gedanken, Einstellungen, Vorstellungen, Bewertungen, wie wir eben inhaltlich Dinge einschätzen und wie Medien das potenziell beeinflussen. Und, naja, vielleicht am wichtigsten, das Verhalten. Verändert sich aufgrund einer Medienrezeption mein Wahlverhalten beispielsweise? Wir können dabei viele Blickwinkel einnehmen und Unterscheidungen vornehmen. Wir können uns allererst schauen, was für Themen gibt es, die relevant sind, beispielsweise Thema Wahlen, Wahlentscheidungen. Wir können uns Zielgruppen betrachten, jüngere, ältere, Randgruppen, Männer und Frauen, darauf Schwerpunkte legen. Wir können uns langfristige Effekte anschauen versus kurzfristige Effekte. Wir können intendierte versus nicht intendierte Effekte uns betrachten. Das ist ganz spannend, weil häufig ist es so, dass man natürlich eine gewisse Absicht hat hinter einem Medienerzeugnis, und die Frage ist, tritt diese Absicht ein oder passiert etwas ganz anderes, was wir gar nicht beabsichtigt haben? Also beabsichtigte versus nicht beabsichtigte Medieneffekte. Dann können wir unterscheiden zwischen individuellen Effekten, also auf der Personenebene, auf interpersonaler Ebene, also wenn wir miteinander interagieren, und als Gesellschaft, also wenn wir auf das große Ganze schauen, wie wir insgesamt uns bewegen. Und vielleicht ebenso noch direkte versus indirekte Effekte. Bedeutet, ist es so, dass Medien einen Prozess anstoßen oder dass sie direkt zu dem Ergebnis führen? Und das ist auch relevant. Also es gibt sehr, sehr viele Perspektiven, in der wir uns dem Thema der Rezeptions- und Wirkungsforschung annähern können, und im Laufe der Vorlesung und verschiedene Theorien setzen da unterschiedliche Schwerpunkte. Wir können uns auch natürlich allgemein erstmal anschauen, über wen sprechen wir da? Wer handelt? Sicherlich in erster Linie Medienschaffende, also Künstler und Künstlerinnen. Oder beispielsweise auch InfluencerInnen, die einfach konkrete Dinge produzieren, oder AutorInnen, die damit Dinge und Medien in den Umlauf schaffen. Medienkonzerne und Rundfunkunternehmen, beispielsweise der ORF, die das als Organisation bündeln, aber auch leiten, prägen, vorgeben, auch Qualitätskriterien beispielsweise einüben, spielen da eine Rolle. Häufig wird das umrahmt von der Werbewirtschaft, also ökonomischen Erlösmodellen, damit Angebote auch funktionieren, sehr viel werbefinanziert in den neuen digitalen Medien, umso mehr als früher.
da die vermeintlich kostenlosen Medien eben darüber sich refinanzieren. Der Staat, der ein Interesse hat, sowohl zu informieren, aufzuklären und zu erziehen auf eine gewisse Art und Weise, sei es jetzt also nicht falsch verstehen, allein in Bezug auf das zugrunde liegende demokratische System beispielsweise, da eben dass eine Wissensvermittlung stattfindet. Aus Seiten der Politik, um Inhalte, um Positionen weiterzugeben, im Kontext von Wahlen, hier den und die WählerInnen aufzuklären. Pädagogen beschäftigen sich damit in Einrichtungen, an Schulen, um zu gucken, wie können wir Medien gewinnbringend nutzen, um Lernen und zu ermöglichen, zu verbessern, um vielleicht Binnendifferenzierungen vorzunehmen, aber auch vielleicht, wo es das zu vermeiden gibt. Als Therapeut und als Kliniker begegnet man dem, kleiner Schwenk, wenn ich in Pressegesprächen mit Therapeuten spreche oder KlinikerInnen, dann nehme ich häufig wahr, dass die eine recht negative Sichtweise auf Medien haben, weil sie notwendigerweise eben mit denjenigen zu tun haben, die darunter extrem leiden, also die sehr große Probleme mit der Mediennutzung haben. Und das ist natürlich dann automatisch ein ganz anderer Kontext, in der Medien erfahren werden, als wenn man beispielsweise ein Videospiel kreiert und damit seinen Unterhalt verdient. Ja, und natürlich wir aus der Wissenschaft, die das versuchen, so gut es geht, objektiv zu begleiten, zu analysieren, zu verstehen, Tipps zu geben, auf eine gewisse Art und Weise, aber auch ein Verständnis zu ermöglichen. Eltern, die sich entscheiden müssen, wie viel Zeit ihr Kind am Smartphone verbringen darf. Und zu guter Letzt, wir alle als RezipientInnen, die Inhalte lesen und gucken, was es mit uns macht, diese rezipieren und darüber natürlich auch über unser Wahlverhalten das prägen, was es überhaupt gibt. Also, sehr viele beteiligte Akteure, die alle Interessen haben, die alle Eigenschaften haben und die alle auch einfach eine spezifische Sichtweise notwendigerweise auf den Prozess haben. Und das ist interessant und wichtig einzuschätzen, gerade wenn man eben auch in Medien dann gewisse Perspektiven hört, auf Vorgänge, auf Einordnungen, um einfach klar zu werden, dass die auch unterschiedliche Funktionen erfüllen. Das darf auch so sein. In der Rezeptions- und Wirkungsforschung haben wir häufig eine folgende Unterscheidung. Zum einen gucken wir uns das Individuum an, inwiefern er oder sie mit Medien interagieren, und auf der anderen Seite dann die Gruppe, also wenn wir 1 plus 1. Bei der individuumsbasierten Betrachtung haben wir eine Trias. Wir schauen uns Medienselektionen, Medienrezeption und Medieneffekte, dazu gleich mehr. Und gruppenbasiert haben wir die interpersonalen Effekte, also die zwischen 2 bis, so vielleicht 20 Menschen, die aber sich sehr gut als solche noch erkennen können, und gesellschaftlichen Prozessen, in denen es um das große Ganze geht. Was machen Social Media mit uns insgesamt? Ja, also schauen wir uns einmal die Trias nochmal an. Was ist das? Ich bin da eben gerade schnell drüber gegangen, aber Sie werden das noch häufiger sehen, diese Bezeichnung der Medienselektion. Eben der Frage, wann greifen wir zu welchem Medium? Wer greift zu welchem Medium? Mit welchen Absicht, mit welchen Intentionen? Und das ist einfach schon mal einfach ganz interessant. Ja, wer nutzt was wie lange beispielsweise? Dann haben wir die Medienrezeption. Okay, jetzt haben wir ein Medium gewählt. Wir nutzen es. Was macht das mit uns? Wie fühlt es sich an? Was für Möglichkeiten bieten sich? Und dann Medieneffekte, die immer etwas langfristiger sind, darüber hinausgehen. Ändert das meine politische Einstellung? Gehe ich vielleicht demonstrieren? Oder lehne ich gewisse Dinge ab? Das ist wichtig, das sollten Sie parat haben. Das werden Sie aber auch merken, das durchzieht die ganze Veranstaltung und ist eine sinnvolle Unterscheidung zwischen den Perspektiven. Gleichwohl ist es so, dass sie auch immer alle ineinander übergehen. Im Folgenden gehen wir nun auf die einzelnen Punkte ein. Beginnen wir mit der Medienselektion. Was fällt denn alles darunter? In allererster Linie gucken wir hier auch eben an die NutzerInnen, an das Publikum, an die Publika, eben wer nutzt gewisse Dinge? Über wen sprechen wir? Wenn wir über die Telegram-Nutzerschaft sprechen,
Wer zählt dazu? Das ist immer ein relevanter Aspekt. Dann, was wird angeboten? Welche Formate gibt es? Welche Nutzungsmöglichkeiten? Dann, was ist die Nutzungsdauer? Wer nutzt etwas wie lange? Wie viel nutzen Menschen das Smartphone im Vergleich zu Fernsehen? Was ist der Nutzungskontext? Ist das zu Hause? Ist das unterwegs? Ist das mit Freunden? Ist das beim Arbeiten? Ist das in Transitionsphasen? Ja, auch relevant. Was ist die Nutzungsabsicht? Bildung, Unterhaltung, Selbstdarstellung, Zerstreuung und so weiter. Kurzer Hinweis: im Bonfadelli und Friemeln, das ist ja die auch Grundlage ist oder zur Vertiefung, wird häufig Medien Selektion und Nutzung gleichgestellt. Man kann das aber durchaus auch noch unterscheiden. So, das war die Medienselektion. Und darauf werden wir in einer eigenen Vorlesungssitzung dann vertiefend eingehen. Jetzt kommt Medienrezeption. Was hat es damit auf sich? Aspekte, die hier ganz wichtig sind, ist sowas wie Aufmerksamkeit. Jetzt gerade in diesem Moment. Machen Sie das nebenbei? Haben Sie ein Glas Rotwein offen? Haben Sie sich mit Freunden getroffen? Co-viewen Sie oder bingen Sie das kurz vor der Klausur? Habe ich letztes Jahr auch erfahren, auch vollkommen legitim. Jeder so, wie er oder sie möchte. Aber mit welcher Aufmerksamkeit machen Sie das? Und das hat einen großen Einfluss sicherlich darauf, wie viel allein jetzt von dem, was ich sage, bei Ihnen hängen bleiben wird. Es geht um Informationsverarbeitung. Überfordere ich Sie gerade? Habe ich schon zu viele Fremdwörter verwendet? Ist es zu viel auf einmal und sagen Sie, boah, das schalte ich jetzt ab? Oder unterfordere ich Sie und Sie sagen, naja, okay, das kenne ich doch schon alles, vielleicht aus anderen Veranstaltungen, das ist doch langweilig. Und genauso ist das sehr, sehr relevant in dem Vorgang der Rezeption. Die Informationen, die ich Ihnen gebe, entspricht das Ihrer Kapazität, Ihrer optimalen Kapazität oder nicht? Der Affekt, die Gefühle, wie geht es Ihnen gerade? Macht es Ihnen Spaß? Sagen Sie, ach, ist doch eigentlich ganz nett, lieber zu Hause und die Füße hochlegen. Oder ist es sogar so, dass Sie sagen, ich vermisse das Zusammensein an der Uni vor Ort und ach, ich mache das eher ein bisschen missmutig. Fühlen Sie sich unterhalten? Das ist einfach so ein großer Schwerpunkt, der bei Medienrezeptionen beachtet werden muss, weil wir sehr, sehr viele Medien eben allein zur Unterhaltung nutzen. Und ebenso auch Interaktion. Ist es so, dass Sie sich zurücklehnen und sagen, jetzt höre ich mir das mal alles an? Oder ist es so, dass Sie aktiv sein müssen, dass Sie interagieren, dass Sie liken, kommentieren, Feedback geben? Ist das also bilateral oder nur unilateral? Identifikation. Identifizieren Sie sich mit dem Protagonisten. Sagen Sie, ja, das ist so jemand wie ich und dann hat das vielleicht eine andere Wirkung auf das, was Sie rezipieren. Und darüber einhergehend entsteht vielleicht eine sogenannte parasoziale Beziehung zu den AkteurInnen. Und macht das etwas mit Ihnen? Reagieren Sie, schimpfen Sie gegen den Fernseher oder sagen Sie, ja, was hat denn der Dienlin da schon wieder gesagt? Oder ist es so, dass Sie vor allem auch, da kommt das her, mit fiktionalen Charakteren auch wirklich eine Beziehung aufbauen, mit James Bond, mit Thomas Gottschalk, wie sie alle heißen, dass sie einfach sich so anfühlen, als ob sie diese Person kennen würden. Das also alles so in dem Bereich Medienrezeption. Und Medieneffekte, hier sprechen wir über Dinge, die vor allen Dingen langfristige Affekte beinhalten, also wirklich sowas auch wie Lebenszufriedenheit, Depression, was macht das wirklich längerfristig mit den Medien, mit den Menschen? Kognition eben und hierunter zählen Einstellungen, finde ich was gut oder schlecht, Vorstellungen, wie sieht die Welt in Peru aus, Informationen und Wissen, beispielsweise wie funktioniert das Wahlsystem in Österreich. Alles das Dinge, die wir analysieren können, ob das eben nach Mediennutzung sich einstellt. Ja, Verhalten ist natürlich auch sehr relevant. Alles, was darunter fallen könnte, irgendwie wählen, kaufen von Produkten, natürlich sehr relevant, können wir auch hier untersuchen. Es gibt so ein paar Themen. Foki, Wohlbefinden ist ein sehr großer, eben tut uns die Mediennutzung gut.
Unterhaltung habe ich vorhin auch schon genannt, wobei das ist eher bei Rezeption, genau. Da wird aber eher sowas wie Lernen aufgegriffen, Persuasion, wird jemand überzeugt, ändert jemand seine Meinung. Und genauso Aggressivität, Gewalt führt Computerspielnutzung eben zu Amokläufen beispielsweise als Extrembeispiel. So, das sind die drei Aspekte auf einer individuellen Ebene. Auf einer interpersonalen Ebene jetzt, also auf der gemeinschaftlichen Ebene, können wir Dinge betrachten wie interpersonale Kommunikation, einfach den Austausch zwischen zwei Menschen. Wir haben hier jetzt nämlich vor ein paar Theorien wie den Two-Step-Flow. Also es ist so, dass ich Ihnen vielleicht etwas sage und Sie geben das dann weiter an Ihre Freunde und Familie und sagen, guck mal, das habe ich da und da gehört. Damit annähernd Diffusions- und Innovationsforschung. Wie ist das eigentlich? Wie bewegt sich Wissenselemente, Memes durch die Gesellschaft? Wer sind die Ersten, die gewisse Positionen übernehmen und die dann weitergeben? Den Third-Person-Effekt, welcher besagt, naja, vielleicht ist es so, dass dich die Mediennutzung beeinflusst, aber mich in der Regel nicht. Also die Annahme, dass man glaubt, man selbst ist in der Regel resistenter gegenüber Medien und Persuasionsversuchen versus anderen, die dafür viel empfänglicher und suggestibler sind. Ja, die Theorie der Schweigespirale ist eine sehr zentrale, welche analysiert, inwiefern gewisse Mehrheiten und Minderheiten in einer Gesellschaft lautstark sich äußern oder eben nicht. Oder aber auch Social Media kann man dazu sicherlich zählen, vor allem eben auf einer sozialen Netzwerkebene und Instant Messenger. Aber da wird auch deutlich, Social Media natürlich haben, kann man aus allen Perspektiven betrachten, aber ich glaube, interpersonal ist das, was sie am meisten auszeichnet. Ja, dann haben wir gesellschaftliche Prozesse, welche dazu führen, dass es ein gewisses Stimmungsbild in einem Land gibt, gewisse Vorstellungen dafür, wie es in einem Land oder irgendwo beschaffen ist. Was kann man dort erzählen? In allererster Linie die Kultivierungsforschung, welche umfasst eben, was für Vorstellungen wir Menschen von der Welt haben. Wir können uns mit der Media Malaise beschäftigen, welche sagt, dass gewisse Vorstellungen eher negativ sind über die Welt, beispielsweise Kriminalität, und dass diese aber eben häufiger bei starken MediennutzerInnen vorzufinden sind. Wir haben die Wissenskluft, die analysiert, inwiefern in einer Gesellschaft nur gewisse Teile Medien nutzen oder stärker nutzen und was das damit macht, wenn eben nur gewisse Teile Wissen anhäufen können, ob es da Verstärkungs- und Kluft-Effekte gibt. Hostile Media, die Wahrnehmung, dass Medien die Gegenposition positiver darstellen als die eigene Position, also dass man eben auf die Medien schimpft im Sinne von, naja, jetzt wird schon wieder die, beispielsweise, wenn Sie Anhänger der Fridays for Future Bewegung sind oder der Gedanken sind, dass Sie schon wieder sagen, ach, jetzt wird darüber schon nicht berichtet, obwohl wir doch so viele demonstrieren waren, warum wird darüber nicht berichtet, warum kriegt das nicht die Aufmerksamkeit? Das wäre etwas, was man hier unterzählen könnte. Digital Divide, sehr eng verbunden mit der Wissenskluft-Hypothese, was es in Gesellschaften macht, wenn gewisse Nutzergruppen eher Medien nutzen im Vergleich zu anderen, was dann unter anderem eben zu einer Wissenskluft führen kann. Polarisierung, aktuell ganz relevant, inwiefern eben gewisse Teilbereiche der Gesellschaft ihr aufgrund des Mediennutzungsverhaltens einfach noch stärkere Ansichten entwickeln und darüber eben die Gesellschaft auseinander diffundiert, potenziell eben aufgrund von Filterbubbles und Echo Chambers. So, das sind also ganz viele Dinge, ich habe die einfach nur genannt. Wir werden die dann alle vertiefen, also hoffe, ich habe Ihnen vielleicht gleich einen kleinen Appetizer gegeben. Am Ende der Vorlesung, also der Vorlesungsreihe, sollten Sie dann eine sehr gute Vorstellung davon haben, was mit den jeweiligen Theorien gemeint ist. Jetzt haben Sie das aber alles schon mal gehört, dass Sie nicht komplett überrumpelt werden, wenn wir es dann vertiefen. Das sind also die Dinge, die wir hier ansprechen werden.
Ich habe Ihnen das soeben theoretisch gegliedert, eben nach den einzelnen Bereichen, Individuum und Gemeinschaft und die Trias auf deren Seiten des Individuums. Man kann das natürlich aber auch anders betrachten. Man kann das historisch betrachten und sich anschauen, wie haben sich denn eigentlich die jeweiligen Medien und die Vorstellung über Medieneffekte im Laufe der Zeit eigentlich entwickelt. Und das Spannende ist, dass es da eben ja sehr unterschiedliche Vorstellungen über Medieneffekte gibt. Zuallererst ist es so, dass Medieneffekte man das abtragen kann, wie das wohl im Laufe der Jahrzehnte wohl war. Diese sehr bekannte Grafik finden Sie in Bonfadelli und Friemel und die zeigt auf, wie eben zu gewissen Phasen gewisse Vorstellungen vorgeherrscht haben. Also Sie sehen auf der X-Achse abgetragen die Jahreszahlen und auf der Y-Achse eben, wie stark die Medieneffekte waren, ob eben stark oder gering. Und dann sehen Sie schon hier, dass sich eben es gewisse Trends gibt, dass in gewissen Zeiten man eher von starken Medieneffekten ausgegangen ist und dann eher von kleineren und dass es da eine gewisse Entwicklung gibt. Und das ist spannend, sich zu betrachten. Man muss auch natürlich hinzufügen, das sind eher so Trends. So, es ist nicht exakt eine ganz genaue Entwicklung, die hier abgebildet wird, sondern eher der Versuch einer Gliederung. Ja, wir gehen einfach mal auf ein paar Punkte hier ein und schauen uns die an. Interessant ist, dass beispielsweise 1916 die Gründung des Instituts für Zeitungskunde in Leipzig vorgenommen wurde, also als Grundstein der Kommunikationswissenschaft, denn die Kommunikationswissenschaft begann als Zeitungswissenschaft und hatte damals die Annahme, dass eben Medieneffekte sehr, sehr groß wären. Und leider ist es so, dass auch viele dieser Institute auch in dem zeitlich-historischen Rahmen des Nationalsozialismus gegründet wurden und dass es da auch ja, relevante Überlappungen gibt. Ich bin, was das betrifft, kein Experte. Es ist aber wichtig, das zu wissen, dass es da durchaus eine gewisse Nähe auch zu nationalsozialistischem Gedankengut oder Politik gab und dass die auch anschließend dann auch erstmal wieder aufgedröselt und aufgelöst werden musste. Das war auch sicherlich nicht an allen Standorten so. Sie finden das hier in der Währinger Straße, in den Fluren, eine Ausstellung darüber, eben auch über die Geschichte des Instituts, was ich Ihnen nur empfehlen kann, sich das auch mal durchzulesen. Und als kurzen Beleg darüber, das fand ich spannend, was ich dort auch lesen konnte, über die Annahme von den Medieneffekten, schreibt Eduard Ludwig, der 1883 in Persenbeug geboren wurde und der bevollmächtigte Ministerpräsident der Österreichischen Gesellschaft für Zeitungskunde war. Er definierte die Zeitung in einem Vortrag über das Thema Staat und Presse als Mittel, in einer größeren oder kleineren Menge von Menschen bestimmte Meinungen in bestimmte Richtungen zu lenken. Also die Zeitung als Mittel der Beeinflussung von Menschen. Und das schon bemerkenswert. Wir haben also in dieser ersten Phase der Zeitungen und des Aufkommens des Radios die Vorstellung, dass Medien eine ganz starke Gewalt oder Einflussmöglichkeit auf Menschen haben. Und interessant zu wissen ist, dass eingangs mit Beginn des Radios sich wirklich die Menschen vor dem Radio versammelt haben, als Familie und gemeinsam dem Radioprogramm gelauscht haben. Und dass das nun als erstes eben ein soziales Happening wurde. Ähnlich auch mit dem, sobald die ersten Fernseher aufkamen, war es üblich eben sich als in größeren Gruppen davor zu versammeln und eben hierüber Informationen aufzusammeln.
Und das ist sicherlich auch sehr eng verbunden mit mit dem Aufkommen und der Entwicklung des Volksempfängers in Deutschland, also einem Propagandamittel des Nationalsozialismus, um darüber Informationen zu verbreiten. Und das ist eben hier in dieser Phase einfach sehr wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass die Annahme war, dass eben Medien so stark sind und dass die Gleichschaltung der Medien, also dass hier dort unisono die gleichen Inhalte gebracht werden, auch zu einer Gleichschaltung der Bevölkerung führt oder diese zumindest begünstigt. Und das ist natürlich eine, ja, sehr, wenn man sich auch die Gesellschaft zu dem Zeitpunkt vor Augen führt, auch eine, ja, sehr starke Annahme und oder beziehungsweise stark, nicht im Sinne von steil, sondern im Sinne von plausibel und etwas, was eben die Vorstellung über Medien sehr stark geprägt hat und eben hier auch ja, AkteurInnen wie Leni Riefenstahl diese Medien sehr gut eingesetzt haben zur Vermittlung von Inhalten und dass das entsprechend häufig auch die Wahrnehmung der Medien als besonders stark mitgeprägt hat. Und das Ganze ist auch nicht in einem Vakuum passiert, sondern natürlich auch in einem historischen Kontext. In der Psychologie beispielsweise war Mitte des 20. Jahrhunderts die weit verbreitetste Theorie die des Behaviorismus. Und mach mal einen kurzen Exkurs an dieser Stelle. Dem Behaviorismus liegt zugrunde ein sogenanntes Stimulus-Response-Modell. Bedeutet, dass das Verhalten, also die Antwort, oder unser Verhalten immer eine direkte Antwort ist auf einen Input, auf einen Stimulus, den wir bekommen haben. Also ich gebe was rein und ich kriege ein Ergebnis. Und das war etwas, also wirklich mechanistisch. Ja? Input, Output. Und das kann man nutzen für Dinge wie Konditionierung. Sie haben von Skinner und seinen Hunden sicherlich gehört, Pavlov und seinen Hunden, der aufgrund des gleichzeitigen Darbietens von einem Glockenläuten und Essen später festgestellt hat, dass allein das Glockenläuten dazu führt, dass bei einem Hund eben die Speichelproduktion angeregt wird, bedeutet also, dass eben Inhalte verknüpft werden, dass es also einen Lernzuwachs gibt. Instrumentelle Konditionierung, jetzt kommt Skinner, das zeigt, dass wenn wir gewisses Verhalten belohnen oder bestrafen, führt das zu einer Veränderung der sogenannten Löschungsresistenz des Verhaltens, also bedeutet, oder als Kontext, Experimentaldesign war, dass Tauben beispielsweise in einem Käfig waren und auf einen Knopf drücken konnten. Und wenn sie für dieses Drücken auf den Knopf mit einer Futterpastille belohnt wurden, dann hat das dieses Verhalten, auf diesen Knopf zu drücken, beeinflusst insofern, als dass eben dieses Verhalten viel seltener oder viel weniger zurückgeht. Ja, wenn es keine Pastille gibt, dann drückt man einmal drauf und dann passiert nichts und dann macht man es vielleicht irgendwann nochmal, aber dann ist es weg. Also das Verhalten ist nicht löschungsresistent. Wohingegen, wenn ich aber eine Taube immer mal wieder mit einer Futterpastille belohne, dann wird dieses Verhalten extrem löschungsresistent und die Taube drückt die ganze Zeit am Ende nur noch auf diesen Knopf. Ja, und das ist also so ein Kontext, inwiefern wir Verhalten aufgrund von Reaktionen beeinflussen können. Ja, die Annahme war aber, dass der Mensch eine Blackbox ist. Also wir wissen nicht, was darin passiert. Wir geben was rein, wir kriegen was raus, aber wir versuchen es auch gar nicht. Und der Mensch ist einfach nur die Summe der Reaktionen, die Summe seiner Inputs. Ist eine sehr wichtige Theorie und ein Ansatz, diesen zu kennen und ist sicherlich anteilig richtig, aber garantiert nicht vollumfänglich. Also die Anlagen, die ein Mensch hat, werden katastrophal unterschätzt und man kann nicht, wie ich meine, Skinner war es, jeden Menschen zu einem Arzt, einem Künstler oder zu einem Sportler machen, nur aufgrund der richtigen Inputs. Das ist natürlich nicht möglich. Wir haben auch viele Anlagen. Aber sehr wichtig zu wissen. Und jedenfalls vor diesem Hintergrund war eben die Annahme, dass wir so wie zum Zeitpunkt des Dritten Reichs sehen können, dass
man gedacht hat, naja, vielleicht ist es halt einfach so. Wenn wir die gleiche Nachricht einfach den Menschen nur eintrichtern, immer, immer wieder, dann wird am Ende auch eine solche Einstellung ankommen. Ja, aber das wurde dann immer mehr revidiert und relativiert. Lazarsfeld mit seinen Columbia-Studien ist da wahrscheinlich einer der relevantesten, welcher gezeigt hat, dass das eigentlich gar nicht so sehr stimmt, dass Menschen nicht aufgrund der Medien ihre Einstellung verändern, sondern eher aufgrund Gespräche mit MeinungsführerInnen, welche vielleicht Medienprodukte rezipiert haben. Aber dass es eben so ist, naja, mein bester Freund oder der angesehenste Mensch meiner Gruppe, wenn der eine Position einnimmt, dann hat das einen Einfluss auf mich, aber nicht unbedingt die Medien. Das ist quasi also Medien gar nicht so eine starke Kraft haben, sondern dass das Verhalten viel, viel stabiler ist. Ebenso so einen gewissen ausgewogenen Perspektive haben hier der Uses and Gratifications Ansatz. Im Fachjargon einfach nur Uses and Grats. Dass Menschen Medien proaktiv nutzen aufgrund gewisser Zwecke und Gratifikationen, also Vorteile, die sie daraus ziehen. Ja, also dieses Bild, ich meine, dieser Mensch nutzt ein Smartphone und hört darüber Musik, weil ihm das etwas bringt in diesem Moment. Anstatt einfach nur dumm rumzustehen, kann er schöne Musik hören. Und das ist für ihn in dem Moment wahrscheinlich einfach besser, als das nicht zu tun. Von daher macht man das. Und das ist also immer auch gewiss selbstbestimmt und nicht einfach nur ein passives Ergebnis der Medienexposition. Ja, Gender Setting hat das aufgegriffen und hat dann aber gesagt, naja, Medien ändern vielleicht nicht unbedingt nur nicht unbedingt die Einstellungen, die wir haben, aber sie geben auf jeden Fall die Themen vor, über die wir sprechen. Was ist das, was aktuell relevant ist? Was beschäftigt die Menschen? Und ja, Black Lives Matter haben wir über den Fernseher oder die Social Media Kanäle erfahren. Wir waren nicht in Amerika vor Ort, nehme ich jetzt mal an, die meisten von uns. Und trotzdem hat es uns beschäftigt. Und vielleicht wurde über die Videos, die man gesehen hat, nicht die Einstellung geändert, aber das Thema wurde salient gemacht, also sichtbar gemacht. Der Kultivierungsansatz, welcher, wir hatten es eingangs schon etwas erwähnt, vielleicht aber eher sagt, naja, es ist schon so, dass gewisse Grundvorstellungen einfach hängen bleiben, also beispielsweise, wer begeht Gewalt, wie häufig kommt Gewalt in der Gesellschaft vor. Oder aber auch, in Bezug auf Mode, welche Dinge wir tragen, welche Bilder wir kennen, welche kulturelle Artefakte wir teilen, also die Guy Fawkes-Maske sicherlich über Medien und über den Film V for Vendetta mitgeprägt und multipliziert. Und von daher ist es natürlich so, dass Medien uns und die Welt beeinflussen, aber vielleicht eher auf einer solchen Ebene. Gemäß des Kultivierungsansatzes. Ja, dann auch tendenziell ein etwas, ja, so ein Mittelding vom Einsatz, der Effektstärke ist das Mood-Management-Ansatz, welcher besagt, dass wir Medien nutzen, um unsere Stimmung zu regulieren. Vielleicht nicht unbedingt diese Vorlesung gerade, aber wenn Sie sich danach dann zurücklehnen und eine Netflix-Serie bingen, dass vor allen Dingen einfach gelerntes Stimmungsregulationsverhalten ist. Das tut uns einfach gut. Wir haben das gelernt, wir machen das unterbewusst. Also das heißt, dass das auch schon erlernt ist, aber selbst gewählt und dann eben so ein Art Mittelding. So, also wir sehen, dass es Schwankungen gibt. Die ist natürlich nicht immer in der Gesellschaft immer gleich oder die Strömungen koexistieren natürlich auch. In welche Richtung ging es aktuell weiter? Ich greife einfach mal aktuelle Trends auf. Vielleicht haben Sie von Jean Twenge gehört, eine sehr bekannte Wissenschaftlerin und Autorin aus den Vereinigten Staaten, welche einen sehr prominenten Artikel geschrieben hat darüber, dass die Smartphones wohl Ursache sind für eine gemäß von ihr attestierten Zunahme an Depressionen.
Sie sagt, dass Rates of Teen Depression and Suicide have skyrocketed since 2011, also als Social Media relevant wurden. It's not an exaggeration to describe iGen as being on the brink of the worst mental health crisis in decades. Much of this deterioration can be traced to their phones. Also das ist eine sehr starke Annahme von Medieneffekten und im Kontext der Social Media Nutzung. Vielleicht haben Sie es auch ganz jüngst mitbekommen, das Wall Street Journal hat eine Whistleblowerin des Facebook-Unternehmens als Grundlage genutzt, um eben auf das Fehlverhalten des Konzerns hinzuweisen und aber auch den Case zu machen, dass das Facebook wohl wisse, dass gerade für junge Mädchen Social Media Nutzung sehr nachträglich wäre und von daher auch ist immer wieder diese Vorstellungen diskutiert werden, inwiefern Medien eben und aktuell gerade Social Media die Nutzer eben doch stark beeinflussen. Und das finden wir immer wieder. Es gibt aber auch Gegenbewegungen, recht prominent von zwei KollegInnen von mir, die ich auch persönlich kenne, Andy Schibilski und Amy Orban, die die Position auch sehr medienwirksam weitergegeben haben, dass doch die Effekte von Smartphones doch schon überschätzt werden. Beispielsweise sagen sie, while it is true that some research suggests that young people who report higher social media use show slightly lower levels of well-being, most of these findings are unreliable and their conclusions might amount to little more than statistical noise. Weil wenn man sich mal die Daten dann anschaut, die beispielsweise den Aussagen von Twenty zugrunde liegen, dann sieht man, dass die soziale Mediennutzung nur ganz, ganz geringförmig mit mehr Depressionen einhergeht. Also wirklich minimal. Und dass dann die Frage ist, ob das einen solchen Claim erlaubt. Ich selbst forsche auch zu dem Thema und kann jetzt leider nicht zu der Folie zurückklicken, weil ich die Vorlesung aufzeichne. Aber Sie können sich es gerne gleich nochmal anschauen, dass die Entwicklung der Lebenszufriedenheit in Europa innerhalb der letzten knapp 20 Jahre sogar positiv war. Also ich habe mir hierzu Daten des European Social Survey angeschaut, mehrere hunderttausend Antworten, die da reingeflossen sind und die einfach nicht aufzeigen, dass insgesamt im Gros der europäischen Bevölkerung die Menschen unglücklicher werden würden. Im Gegenteil, es scheint sogar eher, wenn dann überhaupt, einen leicht positiven Trend zu geben. Ja, aber die Tatsache, dass wir Angst vor Medien haben und auch dazu einer Panik neigen können, ist überhaupt gar nicht neu. Es ist so alt wie die Medien selbst und es geht beispielsweise sogar zurück bis auf Sokrates, welche gesagt hat, Bücher sind schlecht, sie fördern die Vergesslichkeit, Menschen werden viel hören, aber wenig dabei lernen. Ich glaube, eine Aussage, mit der er sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt hat und die man als getrost, als verfehlt bezeichnen kann, weil Bücher wahrscheinlich die Grundlage des zivilisatorischen Aufschwungs der Neuzeit waren und der gesellschaftlichen Entwicklung. Auf jeden Fall hat es zu einem Lernzuwachs geführt. Ende des 18. Jahrhunderts gab es die Lesewut und Lesesucht. Ja. Hier ist es so, wir haben in einem Zeitpunkt gelebt, in dem Bücher immer günstiger wurden. Gerade Frauen lesen mehr, was sehr häufig kritisch gesehen wird. Und ja, das kommt dann zu dem Sturm und Drang, Aufkommen eines Generationenkonfliktes eben von den Jungen, die den Werther und Goethe lesen und Schiller lesen und die Älteren und naja, dann eben das auf die Bücher zurückgeführt wird. Beispielsweise den Werther-Effekt, der genannt wird im Kontext von Selbstmorden und
Mode. Es geht um die Veröffentlichung von Goethes Die Leiden des jungen Werther. Und der Werther-Effekt besagt, dass eben im Rahmen der Publikation des Buches eine erhöhte Anzahl von Selbstmorden festgestellt wurden, weil der Protagonist Werther sich eben unsterblich in Lotte verliebt und dann den Freitod wählt und damit ja auch eben diese romantische Sterben für Liebe damit als Motiv auf jeden Fall mal mitgeprägt hat. Die Frage, ob das wirklich empirisch so nachzuweisen ist, ist ein Stück weit debattiert. Aber was nicht debattiert ist, dass es eben dieser Werther-Effekt diesen Namen hat und darüber bekannt geworden ist. Also Werther-Effekt eben, naja, aufgrund von des Lesens von Büchern entstehen diese schädlichen Auswüchse, aber auch Mode. Ja, also das Werther, das, was er getragen hat, der blaue Frack, die gelbe Weste, die braunen Stulpenstiefel, dass das eben auch aufgegriffen wurde. Ja, ich zeige Ihnen da einfach mal ein Zitat, dass Sie merken, dass das alles nicht neu ist. Solange die Welt stehet, sind keine Erscheinungen so merkwürdig gewesen, als in Deutschland die Romanleserei und in Frankreich die Revolution. Die zwei Extreme sind ziemlich zugleich miteinander großgewachsen. Und es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass die Romane wohl ebenso viel im Geheimen Menschen und Familien unglücklich gemacht haben, als es die so schreckbare französische Revolution öffentlich tut. Ja, und wir sehen, dass das zyklisch ist. Also die Panik bezüglich Medieneffekte kommt immer wieder. Also wir haben hier ein Beispiel davon, wie die hier Gehirne von normalen Menschen und autofahrenden Menschen verglichen werden. Wir kennen das also in Bezug auf Romane, in Bezug auf Fahrräder tatsächlich, ja, dass Frauen, die Fahrräder fahren, die Gesellschaftsordnung damit unterminieren, den Zug, das Auto, wir kennen das in Bezug auf das Radio, auf Rockmusik, Elvis Presley und das Schwingen seiner Hüften, auf Comics, Spider-Man et al., Fernsehen, Videospiele, Smartphones. Also es kommt immer wieder neu. Interessant ist halt nur, dass in der Regel das, was man schon kennt, wenn man geboren ist, dass das okay ist. Also über Bücher würde man das jetzt nicht mehr sagen, aber das, was dann entsteht, wenn man, und was man vielleicht selbst noch nicht kennt, das ist dann häufig der miese Peter. So, in Anlehnung an meine auch Bekannte und Freundin Amy Orban, die hat einmal ein Quiz gemacht, das habe ich mit ihrer Erlaubnis geklaut. Machen wir mal ein kleines Spiel, um die Interaktivität zumindest etwas zu erhöhen. Und zwar ist es so, ich werde Ihnen gleich ein Zitat vorlesen und Sie müssen sagen, oder Sie müssen für sich einfach, können einfach tippen, betrifft dieses Zitat das Radio oder das Smartphone? Und dann löse ich es auf. Radio oder Smartphone? Weder Türen noch Schlösser können diesen Eindringling jemals fernhalten. Eltern werden ihre Kinder niemals davor schützen können. Geht es ums Radio oder ums Smartphone? Treffen Sie Ihre Antwort jetzt. Radio, Smartphone. Radio. Lagen Sie richtig? Nächstes Zitat. Es handelt sich um ein Gerät, das überall anzufinden ist. Wir können zwar dessen Nutzen anzweifeln, den Unterhaltungswert befürworten oder ablehnen, aber wir können es nicht von unseren Kindern fernhalten. Es kommt in unser Haus und entreißt uns unsere Kinder vor unseren Augen. Um was geht's? Radio oder Smartphone? Schon wieder das Radio. Also das Radio hat damals sehr viel negative Presse bekommen. Radio oder Smartphone, wenn Sie Ihren Kindern dieses Gerät geben, dann ist es das gleiche,
wie wenn Sie ein Gramm Kokain verabreichen würden. Steile These, Radio oder Smartphone. Kokain gab es schon sehr lange. Früher auch legal in Cola. Diesmal ist es das Smartphone. So, Sie sehen also, dass anhand dieses Beispieles, dass es nicht ganz so klar ist, wie Medien einzuordnen sind und dass es gewisse Tendenzen gibt oder Zyklen gibt. Ich möchte nun schließen, indem wir ein Resümee ziehen und die relevanten Dinge sammeln. Annahmen über Medieneffekte ändern sich über die Zeit hinweg. Also die sind nicht fix. Es ist so, dass wir zu gewissen Phasen als Gesellschaft eher glauben, das ist aber ganz, ganz schlecht, und zu anderen, das ist aber sehr gewinnbringend. Und das ist abhängig von soziokulturellen Ereignissen und das ist abhängig von dem zugrunde liegenden Menschenbild. Soziokulturelle Ereignisse ist natürlich, waren alle Menschen von den Eindrücken des Dritten Reichs und den grauenhaften Entwicklungen geprägt und haben erfahren, wie sehr die Nazis sich diese Medien zu Nutzen gemacht haben. Genauso vielleicht aktuell im Fall oder im Bereich der Querdenker, die eben sich über Kanäle wie Telegram oder Facebook-Gruppen organisieren und darüber sehr randständige Positionen austauschen. Und im Zuge dessen haben wir natürlich eine Einschätzung darüber, was Medien eigentlich machen oder können oder nicht. Dann ist es so, dass es auch sehr davon abhängt, was für ein Menschenbild zugrunde liegt. Ist es so, dass wir glauben, dass Menschen Spielball von Kräften und von Mächten sind? Oder ist es so, dass wir eher die Rationalität des Menschen in den Vordergrund stellen, die Vernunft, die eigenständige Auseinandersetzung, das kritische Hinterfragen? In dem Moment, wo wir eher mehr zu Letzterem tendieren, würden wir den Medien beispielsweise weniger Macht zugestehen. Es ist in jedem Fall unzulässig, Verallgemeinerungen über generelle Effekte von Medien vorzunehmen. Denn man kann nicht sagen, dass Medien allgemein gesehen in jedem Fall stark sind oder in jedem Fall schwach sind. Es ist notwendig, dies auf Einzelfälle herunterzubrechen und zu prüfen oder auf einzelne Thematiken, auf einzelne Anwendungsbereiche, auf einzelne Kontexte, um es besser einschätzen zu können. Weil ansonsten stereotypisiert man und entfernt sich damit mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit von der Wahrheit. Denn man darf nicht vergessen, dass im Hintergrund häufig es gar nicht so sehr um die Medien geht, sondern um Generationenkonflikte, um Intergruppenkonflikte, welche Art von Menschen nutzen denn gewisse Medien, oder auch Interessenskonflikte vorhanden sind von den Protagonisten, die wir eingangs aufgeführt haben und die automatisch und zum Teil ja auch sicherlich oder zu großen Teilen ja auch legitim einfach auch selbst gewisse Interessen haben oder auch Funktionen in der Gesellschaft haben. Denn die wichtige Frage ist immer, auch wenn wir die Medieneffekte einschätzen wollen, was wäre denn überhaupt die Alternative zu dem Medienkonsum? Denn es ist sehr schwer zu sagen, was ist denn der reine Effekt des Mediums? Wenn wir uns das mal konkret betrachten für das Smartphone. Klar kann man sagen, was passiert mit einem Menschen, wenn er das Smartphone zur Hand nimmt. Naja, vielleicht er lacht, weil er ein Katzenvideo sieht. Er wird ein bisschen neidisch, weil der Ex-Partner einen tollen neuen Urlaub gemacht hat. Oder er langweilt sich sogar.
Also auf jeden Fall ist es so, dass wir hier natürlich das feststellen können, dass es hier einen Effekt gibt. Nur die Frage ist, wenn wir jetzt die Rolle von Smartphones in der Gesellschaft betrachten wollen, dann dürfen wir an dieser Stelle dort nicht aufhören, sondern dann müssen wir gucken, was wäre denn die alternative Verhaltensweise gewesen? Wäre es so, also die Frage ist eher, was ist die Smartphone-Nutzung versus das andere Verhalten? Und dann, was hätte denn der Mensch gemacht? Hätte er Fernsehen geschaut? Hätte er gelesen? Hätte er sich im Ehrenamt betätigt? Oder wer hätte er Sport getrieben? Hätte er einfach nur abgehangen? Und dann ist es natürlich die Frage, eine ganz andere Position. Wenn wir, das gibt beispielsweise Changi auch offen zu, wenn wir beispielsweise betrachten, dass der Konsum von illegalen und gefährlichen Drogen in den letzten Jahrzehnten sehr zurückgegangen ist. Kann natürlich sein, ist jetzt die Frage, was ist besser? Jemand, der abhängig von Social Media ist oder jemand, der tatsächlich nicht weiß, was er machen soll und in einem Park die Zeit verbringt und darüber vielleicht auf ganz andere Gedanken kommt. So Stichwort Straßengangs. Es ist, was ich vorhin sagte, ich will jetzt gar nicht so sehr meine eigene Position an dieser Stelle weitergeben, sondern vielmehr darauf hinweisen, dass das epistemologisch, also in der in dem Wissenserkenntnisgewinnungsprozess, sehr schwer ist, genau zu sagen, was können wir auf Social Media zurückführen und was ist vielleicht einfach gesellschaftlich gesehen dahinter liegend. So, jetzt habe ich aber viele Einschränkungen gegeben. Die Frage ist aber, was können wir denn sagen? Und damit möchte ich enden. Nämlich, ich möchte Ihnen trotzdem mitgeben, was ich denke, was eine gängige, also das ist eine sehr typische Position, die ich gleich vorstelle, und auch wirklich eine sehr plausible Position bezüglich Medieneffekten. Also, wie wirken Medien? Unter bestimmten Umständen können bestimmte Inhalte für bestimmte Menschen bisweilen starke Effekte hervorbringen. Im Regelfall sind die aber eher klein. Es ist richtig, dass es eben vulnerable Menschen gibt, vulnerable Situationen, dass es zugrunde liegende Tendenzen gibt. Und wenn Dinge zusammenkommen, dann kann ein einzelnes Video sehr viel bewegen. Also beispielsweise vielleicht auch das Rezo-Video im Kontext der europäischen Wahlen, welches in Deutschland vor allen Dingen wird angenommen, also zumindest für sehr viel Aufsehen gesorgt hat. Man darf aber halt eben, das gibt es. Und jeder von uns kennt auch den Moment, wo er oder sie ein Buch gelesen hat und gesagt hat, das hat mein Leben verändert oder das hat mich nachhaltig geprägt oder bei einem gewissen Film. Tausend andere haben das Buch gelesen, denen ging das aber nicht so. Und von daher ist es so, dass wir allgemein schon grundsätzlich eher glauben, naja, sinnvoll ist, im Regelfall sollten die Effekte schon, sind die schon eher gering, aber wir können es nicht ausschließen. Und gerade an den Rändern kann es dann eben doch häufig so sein, dass es hier verstärkende Effekte gibt oder ja, es zu extremeren Phänomenen kommt. So, das war auch ein Key Learning. Das bitte ich Sie gut zu verinnerlichen und sich zu merken, weil ich denke, dass es eine sinnvolle Perspektive ist, auf Medien zu schauen, die sowohl nicht naiv ist, aber auch eben einen gewissen Realismus mitbringt, aber auch eine gewisse, durchaus schon auch eine gewisse Hab-Acht-Stellung zu schauen, wo muss man aber sehr achtsam sein oder vielleicht gegebenenfalls regulatorisch wirksam werden. So, Sie können die Dinge hier nachlesen, auch beispielsweise den Blogpost, den ich geschrieben habe über die Entwicklung der Lebenszufriedenheit in Europa, können Sie sich gerne einmal anschauen. Da kommt die Grafik her. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Mit dieser Quittung über ein Telegramm, was verschickt wurde. Ja, und das hatte ich eingangs vergessen zu erwähnen. Das Eingangsbild, falls Sie es noch in Erinnerung haben, war Johannes Gutenberg, der aus meiner Heimatstadt Mainz, so der Stadtpatron ist und wie Sie vielleicht wissen, ja, die Druckerpresse mit den beweglichen Lettern
erfunden hat und damit die Medienentwicklung ganz stark revolutioniert und vorangetrieben hat. Fand ich in dem Kontext ganz passend, den als Einstieg zu wählen. In dem Sinne hoffe ich, dass es Ihnen gut geht und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.